So, YouTube. Hallo und willkommen zu Worker and Resources. Wir sind dabei, ja, nicht Quatsch zu machen, sondern gute Sachen zu machen. Die Autobahn zum Bauernhof ist fertig. Der Bauernhof ist fertig. Der Dünger ist fertig. Und das Ding hier ist auch gleich fertig, so hoffe ich. Der Strom ist fertig. Das heißt, es fehlen nur noch LKW und Co. Der Tunnel wird noch ein bisschen dauern, und zwar noch genau 1200 Arbeitstage und 2400 Arbeitstage. Ja, gut, nicht? Die Straße hier wurde schon saniert, das ist gut. Dann können wir die nämlich mal überarbeiten, bevor wir was anderes machen. Nicht? Ihr liebt es doch, wie ich die Straßenplanung mache. Fahren wir darauf. So. Warum? Ah, da ist LKW raufgefahren. Böser LKW-Ri, du nicht darauf fahren, Solli. Während ich hier plane. Müssen natürlich auch genau gleichzeitig kommen. Aber so, dass der andere dann wieder losfährt. Oh, da ist nämlich so eine Kurve und sowas drin. Das brauchen wir alles gar nicht. In der Straße, nicht wahr? Ich hatte ja mal gedacht, hier kommt vielleicht die Eisenbahn oder sowas hin. Aber das haben wir jetzt ja alles gar nicht. Und dann können wir auch die Straße ein bisschen, sag ich mal, smoother verlaufen lassen, als das eigentlich, ja, angedacht war, nicht wahr? Parallelmodus. Ups. Das sieht nicht richtig aus. Na, stimmt noch mal was nicht? Ja, das ist okay. Und ich glaube, dann wäre das die nächste Stelle, die wir umbauen könnten. Gut, hier kommt eine Schiene lang. Jetzt weiß ich nicht, ob die hier überhaupt die Auffahrt bräuchten. Glaube nämlich nicht. Weil die sollen ja nur da drüber fahren. Oder? Ja, okay. Weil der Stoff fährt ja von hier. Genau, hier kommt ja eigentlich gar nichts an. Also hier kommt später nur Corner mit der Schiene. Genau. Nur Busse kommen hier an. Und aktuell das Korn, weil wir das manuell halt holen müssen, nicht wahr? Das ist aber das Einzige. Okay. Ich habe schon was vorbereitet. Und zwar ein paar Fahrzeuge. Die da sollen holen von dort Dünger, nicht gemischter Müll, Dünger. Und ihr sollt den dort entladen. Warten bis leer, Dünger. Und du kannst starten. Und das kopieren wir auf die anderen Fahrzeuge und dann let's go, würde ich sagen. Dann kriegst du auf jeden Fall schon mal das eine. Jetzt brauchen wir Aussaatmaschinen. Wir haben hier, glaube ich, 16, nicht? 8, 16, 24... 25, 26, 27, 28, 29, 30 haben wir. Okay, 30, 10, 10, 10 eigentlich. Machen wir 12, 12, 8 oder so. Stufe 24, Stufe 26. 1. Und wir machen das langsam, weil sonst blockieren die sich hier. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, davon haben wir 12. Jetzt ernten. Da gibt es nur die 31 und die 36er. Okay, 1. 2. Die blockieren sich nämlich gerne. 3. Schnell gegenseitig. 4.
5. 6. Ich dachte jetzt schon eine neue metrische. 7. 8. 9. 10. 11. Ich weiß nicht, ob ich 11 oder 12 hatte. Abgedeckte Ladefläche, Gesamtkapazität. Hier haben wir ja schon riesige LKW mit mehr als 10 Tonnen. Ich habe sonst nämlich mit 8 Tonnen hier mit dem hier gearbeitet. Das heißt, da kriegen wir auch mehr mit. Korn, gibt es hier einen grün? Nee. Dann nehmen wir hier weiß. Ne? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Holen wir erstmal 6 und gucken mal, wie das läuft. Planierraupe, okay. Hier ist 64 drin. Okay, sehr gut, läuft. Und jetzt können wir bei den Feldern durchaus sagen, oder bei dem hier, so, Felder sollen sie suchen, so weit wie es geht. Und irgendwo konnte man doch minimale Fruchtbarkeit für die Felder 100% sagen. Dann können die nämlich schon anfangen, mit dem ersten Dünger dann die Felder düngen zu gehen. Und die gehen jetzt alle einmal tanken, nicht wahr? Das heißt, hier brauchen wir unbedingt eine Tankstelle. Sonst fahren die immer bis zu der Tankstelle oder zu der Tankstelle. Ah. Okay. Weil die... Oder wir beliefern sie mit Kraftstoff. Das wäre eine kleine Route, nicht? Von da nach da oder von der Quelle von da nach da. Was können wir eigentlich machen? Andererseits, wir könnten auch ein Rohr anschließen. Von hier rum. Das sind zwei Pumpen vielleicht. Aber gut. Später. Öltank. Gesamtkapazität. Ich würde sagen, der 16er, einer reicht. So, der wird auch weiß. Dann wissen wir, der gehört zum Bauernhof vielleicht. Oh, komm bitte an. Hier nochmal gucken, funktioniert das mit dem Wasser inzwischen? Sieht noch alles stabil aus. Hier läuft Wasser raus. Eventuell machen wir jetzt hier noch die zweite Dings dran. Können wir hier sagen Priorität eigentlich? Dass wir hier sagen können, weniger Bar über den Eingang? Geht nicht, ne? Das wäre noch was. Hätte ein anderes Rohr nehmen können, kleineres. Ah, okay. Ja. Ein kleineres Rohr hätte man nehmen können. Und ich glaube, wir müssen hier ein bisschen renaturieren. Ihr kennt das. Wichtig. Wir brauchen gar keine Straße mehr dahin, oder? Du brauchtest doch keine Straße, oder? Doch. Okay, der braucht auch eine Straße. Dann müssen wir das nochmal hier irgendwie ranzimmern. Wenn die alle drin sind zum Arbeiten. Machen wir das auch nochmal neu. Die Straße war auch nicht ganz gerade, oder? Obwohl. Ich glaube, das Gebäude steht einfach nicht ganz gerade. Okay. Dann müssen die nicht ganz so rumlaufen. So. Wasserqualität 93%, das ist gut. Hier ist auch noch 93%, das ist auch gut. Und das hier ist fertig. Ist sehr, sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, eine fehlt. Vielleicht holen wir lieber einen LKW dann mehr dazu. Gucken wir mal.
Früher konnten die übrigens auch die Felder zu dritt oder so bearbeiten. Das scheinen sie irgendwann rausgepatcht zu haben. Das ist also auch nicht mehr der Fall. Warum sind da Kornkreise im Feld? Da ist wirklich irgendwas im Feld, kann das sein? Okay. Letzte Chance zum Kauf. Ja, nicht relevant für uns. Okay, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis da die ersten Sachen überhaupt rankommen würden, ne? Dünger. Ah, sehr gut. Der fühlt sich auf jeden Fall sehr gut. Und wir könnten die Brücke hier noch fertig bauen, aber aktuell brauchen wir sie nicht. Die Tankstelle. Ja. Nee, die Belieferung. Die habe ich vergessen. Tankstelle wollten wir nicht. Wir holen es lieber direkt von der Quelle. Beladen mit Dings, warten bis voll und entladen da. Und der hat nur zwei Stellplätze, deswegen lassen wir das mal. Genau. Flüssigdinger kommen dann später über die Pipeline oder so ran, mal gucken. Okay, das heißt, Bauernhöfe wären erstmal angeschlossen. Und würden dann hier einen temporären Anschluss hier rüber kriegen, bis wir die Schienen bauen. So, jetzt bei den Schienen, wir haben diese kleinen Fahrzeuge, die geben sich ordentlich Mühe. Aber bleiben natürlich beim einzigen Signal stehen, was es auf der gesamten Strecke gibt. So. Was haben wir gesagt, wo konnten wir ein Signal geben? Du darfst reinfahren. Okay. Ey, löschen. Danke. Du darfst hier rein. Und du darfst hier raus. Dann ist das ein gesamter anderer Streckenabschnitt. Genau. So. Das hier ist nur einer. Das ist gut. Und diese kleine Maschine, habe ich gesehen, die hat nämlich ein Problem. Die hat nur Level 12 vom Gleisbau. Das hier hat Level 70 vom Gleisbau. Und ich meine, guck mal, wir haben 15 Millionen. Das heißt, wir kaufen jetzt davon zwei und eine Tunnelbaumaschine, würde ich sagen. Falls wir einen Tunnel bauen wollen. Der Tunnel hier vorne hat ja Jahre gedauert und wir haben hinten noch einen Tunnel. Das heißt, ja, da brauchen wir noch einige. Was ist jetzt deren Problem? Warte mal, es ist kein Dieselfahrzeug, kann das sein? Das kann ich nur da sehen. Das habe ich nicht bedacht. Neues Fahrzeug kaufen. Diesel. Die sind alle Diesel, nö, okay. Wo ist ihr Problem? Ach so. Ah, weil die hier... warum? Der darf nicht reinfahren, weil der nicht rausfahren darf, weil hier noch eine Dings fehlt, nicht? Ah, ja, gut. Wartet, wartet, wartet. Und weil das eins ist und der draufsteht, kann keiner rausfahren. Oh, Schienen. Sage es euch. Schienen sind die Pest in dem Spiel. Oder die Signale. So. Jetzt darf der rauffahren. Ist ein eigener Abschnitt. Die darf rausfahren. Und dann dürfen die nämlich rausfahren. Er muss jetzt warten, bis die gekommen sind. Alles klar. Ja, ja, ja. Alles klar. Und da ist unsere Tunnelbohrmaschine. 1,5 Millionen hat uns das alles gekostet hier. Ah, guck mal, wie schön das fährt. Okay, tankst du hier? Nee, aber darf nur langsam durchfahren. Aber ist auch okay. Und die wird ja jetzt eine ganze Weile nicht benutzt. Die fährt erstmal rein. Sehr gut.
Jetzt fährt das kleine Ding hier wahrscheinlich weiter. Aha. Der ist ihm einfach aufgefahren. Da kommt die große Baumaschine mit dem Kran. Zack, die kenne ich aber schon. Jetzt fahren die anderen hier wahrscheinlich. Genau. Und dann kommst du da raus. Jetzt ist so die Frage, kann ich die Kleinen nur deaktivieren? Weil die will ich ja eigentlich nicht mehr benutzen. Ich könnte die in das Depot schicken, nicht? So als Zwischenspeicher. Was? Der ist nicht erreichbar? Weil da gerade ein Zug fährt oder was? So. Die musst du mit einem offenen LKW abholen. Nee, wir haben ja inzwischen eine Verbindung. Wir haben ja die Verbindung schon gebaut. Aber ja, normalerweise muss man die ersten Muster abholen mit dem LKW. Das ist schon klar. Weil die hatten wir ja schon. Okay, jetzt fährt er. Okay, braucht also ein bisschen. Sehr schön. Und dann fährt der zweite los. Ah ja, genau. Der zweite kann nämlich jetzt hier warten, während der erste dann hier reinfährt. Genauso ist es gedacht. Und dann beschleunigen wir den Schienenbau, glaube ich, ein bisschen mehr. Weil die auch mehr transportieren können, nicht? Dadurch sind sie auch ein bisschen schneller. Ja, guck mal. Jetzt kann der andere fahren. Der andere befüllt sich. Ah, okay. Bei den Brücken müssen sie eh neu anfangen. Das ist klar. So. Jetzt fährt der andere raus. Und dann fangen wir hier an, die Brücken zu bauen. Erst die Fundamente. Wir kennen das ja schon. Ah ja, genau. Der eine fährt gerade zurück. Der andere konnte ranfahren. Sehr gut. Jetzt funktioniert das. Oh, neu. Oh, das ist ja ein geiles Auto. BMW E30, Polizei. Oh. Wir müssen mal ein Let's Play mit einer westlichen Stadt machen. Das wäre auch nochmal was. Mit westlichen Autos und sowas. Habe ich noch nie gemischt gehabt, nicht? Ich meine, ich habe mir hier durchaus eine Station hingesetzt, falls wir es haben wollen würden, aber bisher noch nie genutzt. Ein E30, ja, sieht stark aus, oder? Achso, warte, westlich. Achso, ich kann hier nicht gucken. Wir könnten die hier kaufen, glaube ich. Ja. Guck mal, was es hier alles gibt. SG 192. Ich kenne nur SG1. MMRTS. Mars. Mars 309. Mark P. CL Dome. His. Mark P. JL. Kokum. Beetle. LG. HMAC. Container. U-Bahn London. U-Bahn Paris. Turmdrehkran. CS. 1370. Irgendwelche Container. E80DX. Lander Box Type. G22 Lokomotive. Lander Box Type. Euler Mantra. Und dem BMW E30. Polizei. Der ist anscheinend ein DLC oder irgendein Download, aber ich habe gar keine Autos. Das heißt, irgendwo muss ein Auto mit dabei gewesen sein. Interessant. Wie lange ich schon nach so einem suche? Und hier hättest du ihn. Und die ersten Felder wachsen. Ah, die sehen auch jetzt anders aus. Sonst waren das ja Kornfelder, aber hier im asiatischen Raum sind es keine Kornfelder anscheinend. Interessant. Aber ich glaube, bisher funktioniert alles, nicht? Die können tanken. Der Dünger kommt rein und diesmal sind es genug Vorräte. Sonst hatte ich nämlich nur das kleine Ding hingebaut und hatte dann Probleme. Nur, dass es zu wenig Felder vielleicht für ihn sind. Aber dafür haben wir die Brücke, um das hier zu verfeinern.
Die Autobahn auch gut. Die Züge kommen auch, glaube ich, ganz gut voran hier. Ich hoffe, die blockieren sich nicht aus Versehen. Nein, die haben super Abschlag. Perfekt. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, sind 534 Leute ohne eigene Wohnung. 535. Wir haben schon die verringerte Geburtenrate erforscht. Und forschen könnten wir hier nichts mehr. Aber ihr wisst, was wir gebaut haben. Und ich habe es komplett vergessen. Die Zentrale der Kommunistischen Partei. Da. Was können wir erforschen? Die Brandschutzbasisforschung. Oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Die logistische Optimierung, Stromverbindungen zu anderen Ländern, hochwertiges und effektives Wohnen, Pipeline-Verbindung nach außen, Luftverkehrsstudie oder große Monumente. Oder ich würde sagen, große Monumente. Was hilft schon Umwelt und irgendwas? Große Monumente sind das, was wir in unserer Stadt brauchen. Dann können wir vielleicht hier hinten den Stadtpark damit befüllen. Boah, ist so warm. Ich muss unbedingt mehr trinken. Ja, ich würde sagen, wir können auch mit dem Radio anfangen. Weil was anderes haben wir gerade nicht zu bauen, nicht? Die Schienen bauen sich von alleine. Die Felder, boah, das sieht richtig krass aus mit den Feldern hier in Asien. Ich glaube, das, oder ist das Reis, der unter Wasser gesetzt ist, nicht? Das sieht aus, als ob da so leicht Wasser drauf ist. Gut, jetzt, weil es regnet sowieso. Gefällt mir ungemein. Aber richtig geil wäre, wenn die Felder halt nicht eckig wären, sondern dass man die Felder mit so vier Punkten manuell ziehen könnte. Wie bei Manor Lords. Das wäre Next Level, nicht? Dass man wirklich sagen kann, hey, ich nutze das hier als Feld. Und das Feld muss mindestens 100, maximal 120 Quadratmeter groß sein. Nicht? Das wäre wirklich was. Das hier sieht aus wie, hey, wir haben 1998 und du kannst eckige Felder setzen. Alles ist so schön und dynamisch und die Felder sind einfach so ein Rotz in der Stelle. Ja, aber es reicht. Oder irgendwas anderes, was im Wasser ist. Wachstum 78, 76. Fruchtbarkeit 147. Sehr gut. Aber so weit, so gut. Gefällt mir das. Vielleicht sollten wir jetzt den Autobahnanschluss da hinten planen. Oder die Auf- und Abfahrten hier überall. Ein Stau. Ja, der Stau ist vorhergesehen. Hier würde ich zum Beispiel gerne deaktivieren, den Stau. Weil dafür ist er ja da, dass die da stehen, um genug Dünger zu liefern. Und die Tunnel sind fertig, nicht wahr? Jawohl, selbst die Tunnel sind fertig. Dann würde ich sagen, let's go. Und befüllen wir das hier doch mit Kies. Dass wir so langsam die ganzen Sandstraßen loswerden. Ich meine auch hier, die zweite Straße könnten wir auch mal machen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Außer dann ein neues Wohnviertel zu planen. Aber wenn hier schon mal die beiden ankommen, dann ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Hier haben wir auch alles schon in Kiesstraßen umgewandelt, was notwendig war. Das hier wird später sogar Asphalt, würde ich sagen, diese beiden Rondelle. Was sagt Ölstand? Öl ist wieder ein bisschen leerer geworden. Treibstoff und Bitumen dafür ein bisschen mehr. Sind auch mehr Arbeiter drin. Also da müssen wir auf jeden Fall... Wie viel hatten wir? 44 Ölfelder braucht man, hat man berechnet. Oder haben wir berechnet. Wenn die
bei 100% laufen 39, um die komplett zu befüllen, nicht wahr? Oh, und hier wird geerntet. Das heißt, unser erstes Korn kommt an. Und da haben wir die ersten 53 Tonnen. Ein Gebäude brennt. Das ist nicht gut. Oha, das Abrissbüro brennt. Das Abrissbüro reißt sich selber ab, aber ich glaube, die Feuerwehr ist super schnell da. Wunderbar. Okay, ja, dann fehlt uns nur die Forschung von dem Ding. Da sind ganz viele Leute drin, studieren weiter. Die Forschung, da sind viele drin, forschen weiter. Dann die Schienen, die Brücken auch schon bis hier, sehr gut. Bald ist der Bahnhof angeschlossen, der erste. Aber bis da hinten wird es noch elendig lang dauern. Allein die Tunnelbohrmaschine mit diesem langen Tunnel will ich mal sehen. Wie das wird. Okay, ja, dann müssen wir jetzt hier planen, glaube ich. Oh, und hier ist auch noch. Okay, wartet. Ich meine, das ist ja auch mit einer der Hauptverkehrsstraßen, die wir mal bauen könnten. Ja, lassen wir erstmal das so. Die Stelle, dann machen wir die andere Seite. Forschung abgeschlossen. Große Monumente. Sehr, sehr gut. Was können wir als nächstes nehmen? Tourismusstudie. Grundlage für die Studie von Tourismus. Ja, sobald wir den Bahnhof angeschlossen haben, könnten wir auch Touristen natürlich holen. Rangliste für Premierparteimitglieder. Luftverkehrsstudie? Ne, ich gehe mal auf Brandschutz. Brandschutz klingt für mich erstmal sinnvoll, damit mich die Feuer nicht so nerven. Und ja, eigentlich müssen wir jetzt die Kohlewerke planen. Damit wir dann wissen, wo die Autobahn langläuft, um dann zu wissen, wo die Schienen langlaufen, um dann zu wissen, wo Wohnhäuser hier hin können. Das würde meine Planung jetzt so vorsehen. Bei der Kohle würde ich mich auf zwei Kohledinger begrenzen. Ich weiß gar nicht, warum brauchen die denn eine Anlieferung? Wegen Müll? Ah. Was produzieren die denn? Die brauchen Strom, die brauchen Wasser, okay, die brauchen Müllerzeugung, okay. Das heißt, das ist eigentlich nur für Müll. Und wir kriegen beide so um die 100% hin, haben wir gesagt. 97 ist, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt hier an der Ecke. Einfach spiegeln. Warte, das wollen die sonst sofort bauen. Elektrizitätsproblem. Weil die hier gerade nicht sich drehen, nicht wahr? Das heißt, wenn kein Winter ist, dann gibt es hier mal ein Elektrizitätsproblem. Ja, gut. Die bräuchte halt einen Stromanschluss hier hinten. 400 Tonnen Pflanzen haben wir schon. Von der ersten Ernte, die wir eingefahren haben. Okay. Gehen wir mal eine Ernte in Vorschuss und lassen sie das zwischenlagern. Wo war ich? Hier hinten. Kohle. Kohle. So.
Dann haben die sich hoffentlich nicht in die Quere zu kommen. Oh, auch erstmal Bau aussetzen. Und jetzt. Von diesen Dingern müssen wir mit den Schüttgut weg. Und zwar müssen wir erst an ein Kohleverarbeitungs... irgendwas. Verarbeitungsanlage für Kohleerz, genau. So, das heißt, die beiden kommen eigentlich in ein Lager, würde ich sagen. Weil Direktbelieferung... Also brauchen wir ein Schüttgutlager. Warte, Schüttgutlager hier, Lager kostenlos. Nee, groß. Riesig. Ah, wir haben das Geld, oder? Wir haben 14 Millionen noch. 1500, 2000, 2500, 5000. Da ist der Ausgang. Da ist ein Eingang und da ist ein Eingang. Und da sind Ausgänge. Da sind keine Ausgänge. Okay, ich setze es mal so. Ah, hier ist wieder blöd. Warum macht der das immer so? Mann, 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 Mann. Einmal bis hier. Ah, okay, ist auch nicht besser geworden. Wartet, wartet, wartet. Wir dürfen bis hierhin gehen dann. Winkel 0 Grad. So. Passt. Eine Straße brauchen wir zurück. Und jetzt dafür, und wir sehen das extra vor, nehmen wir die Überführungsdinger. So, auch wenn wir es jetzt noch nicht brauchen vielleicht. Vielleicht brauchen wir es später. Und hier jeweils noch ein zweites Ding. Am besten aber mit der Straße. Ja, doch, geht. Wenn es brennt, ist halt blöd. Besser wäre so. Da brauchen wir, warte mal. Eingang und nach rechts. Eingang und nach rechts. Ich glaube, den hier. Ja. Genau. Und Eingang und nach links ist der gleiche hier. So. Dann haben wir den ersten Schritt dafür theoretisch. Jetzt brauchen wir dann dieses Erzverarbeitungslager. Und die brauchen... Wir brauchen eigentlich... Ah, warte mal. Wenn ich das hier hinsetze, dann wird das problematisch mit dem Bahnhof. Weil wenn ich jetzt hier die Haltestelle hinsetze, jetzt sieht das so gut aus. Meistens, wenn es wirklich gut wird, fällt einem ein, dass irgendwas anderes ist. Wenn ich die hier, mich hier hinten hinsetze, dann kriegen wir irgendwann ein Problem, dass wir da nicht mehr rankommen, nicht? So, hier wäre ja okay. Das heißt, es wäre eigentlich in die Richtung gut, wenn wir die Schüttgutverarbeitung hätten. Ich meine, die Schiene kommt von wo? Die kommt von hier. Die könnte also hier ankommen. Das wäre schon nicht so das Problem. Dann bräuchten wir hier noch ein Schüttgut-Schiene-Unterführung. Mal gucken. Dann erstmal, wie groß das Lager ist. Ach nee, da kommt ja schon direkt... Nee, stimmt. Das ist das Lager nur, nicht? Und hier ist die Verarbeitungsanlage. Die brauchen nur einen Eingang. Die benutzen eh nur einen Eingang.
dachte nämlich, wir bauen die hier so davor. Aber ich glaube, dann ist das echt... Dann müssten wir die weiter reinsetzen. Ich glaube, wenn wir das spiegeln, wäre es perfekt. Also das dann drehen und dann setzen wir die hier hin. Dann kann der Zug hier halten und dann können alle hier aussteigen zum Arbeiten. Wenn der dazwischen halten kann. Das heißt, wir nehmen das Klonungstool. Weil erstmal bestätigen wir. Dann nehmen wir das Klonungstool. Wo ist es? Ich weiß nicht, was es heißt. Nur Deutsch hier. Kann man die Nachricht löschen? Ich weiß nicht, was es bedeutet. Nachricht löschen, ja. Sicher ist sicher. Wer weiß, was das sonst heißt? Auch wenn es nur Hallo heißt. In den Chatregeln habe ich, glaube ich, auch drin nur Deutsch oder so. Wo wir jetzt kopieren, klonen. So, das heißt, das würden wir einmal so setzen. Nee, genau, so setzen. Hätten wir die halbe Miete. Jetzt muss ich das einmal hierhin planschen. Das einmal abreißen. Wunderbar. Jetzt wieder klonen. Klonen? Achso, klonen, nicht kopieren. Klonen. Und so rum an die Stelle. Jetzt können wir es nicht ganz so drehen, wie es vorher stand, nicht? Ist ja auch interessant. Okay, so. Jetzt das hier abreißen. Ich hoffe, hier ist nichts übrig geblieben, was nicht da sein sollte. Jupp, 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 jupp. Und nun das Ding einmal neu planen. Und die Straße hier ändern. Kohle. Verarbeitung? Nee, das Lager. Wir brauchen erst ein Lager. Für Schüttgut, 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 Lager, Schüttgut. Das hatten wir, wollten wir. Und den Ausgang jetzt in die Richtung, genau. Lass mich raten, ich kann es jetzt nicht so drehen, dass es zu dieser Straße passt. Warum kann das Klon-Ding das denn nicht parallel zu dem hier machen? Das ist doch... Man sieht, das ist eh geknickt. Okay, wir bauen es eh nochmal komplett neu. Also das Klon, wenn das Klon nicht in dem Winkel klonen kann, wie das andere sich hinstellen kann vom Winkel, dann bringt mir das halt nichts. Dumm. Also da, so eine Sachen regen einen irgendwie auf im Spiel. So, wir wollen den Ausgang nach unten. Da ist ja einer, nicht? So. Auf die Höhe. Dann wollten wir die Ein- und Ausgänge daneben. Okay. Dann. Die Kohleminen nochmal. So, 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 so. 97%. Ja. Spiegeln. Ja, so ist gut. Oh, die steht schräg. Ah, das hat man eben nicht gesehen. Okay, wartet. Das müssen wir gleich korrigieren. Das steht gerade. Das nicht.
Ich hoffe, zwei reichen. Wo ist jetzt hier klonen? So, T. Hä? T? Ach so, die ist schon nicht mehr gespiegelt, wenn ich sie klone. Ah, das ist echt blöd. So. Besser. Dann brauchen wir den Straßenübergang. Oh Mann. Es gibt so viele Optionen in dem Spiel. Das ist echt krass. So. Und jetzt kommt das Kohleverarbeitungs-Dingsi hin. Aluminium? Nein. Kies? Kleidung? Nein. Kohleverarbeitungsanlage für Kohleerz. Genau. So. Hier ist der Eingang. Und da wären Fußwege. So vielleicht. Okay. Jetzt brauchen wir Schienen, die hier ankommen. Also ein Bahnhof. Und beim Bahnhof brauchen wir ja nur einen kleinen. Für Bürger Rural Station oder sowas habe ich irgendwo. Hier Road. Tram. Pisky. Kilometer. Tram. Small Rural. Two Track. Ne, wir brauchen nur One Track hier hinten. Airport Station ist auch zu groß. Main Station auch zu groß. Auch viel zu groß, obwohl es ein Frachtbahnhof wäre. Oh, die hier. Aber interessante Sache, brauchen wir hier vielleicht auch gleich von dem Lager eine Schiene für den Frachtverkehr hier? Hm. Oh, der ist nicht schlecht. Ich würde die schon gern hier ankommen lassen. Ich glaube, dann passt das eher. Und das sollte genau hier drüben ankommen können. Sehr gut. Bin gespannt. Das sieht erstmal perfekt aus, so wie wir das wollen. Oh, ein zu lang. Hm. Ja, bei denen bin ich mir gar nicht sicher, wie ich die hier will. Eigentlich gar nicht, nicht? Das ist theoretisch Wurst. Oh, wir können die auf den gleichen Abstand kriegen. Und wenn wir das ziehen, jetzt ziehen wir das auf die Höhe. Oh, ich hatte es fast perfekt, genau. So, 0 Grad brauchen wir jetzt noch. Ein Stück runter noch. Jetzt wäre es halbwegs gerade. So. Und die kriegt noch den Anschluss. Das Ding, ja, wenn wir es brauchen. Ist ja nur für die Feuerwehr, dass die hier hinkommt. So, Schienen. Viel interessanter. Wir brauchen erstmal nur den einen Anschluss. Und dann geht es da irgendwie hoch. Und Bewohner. Da machen wir vielleicht den wirklich so einen Weg. Oh, kommen die hier durch? Ah, aber warte, die könnten hier unten lang. Ja. Und dann vielleicht, dass wir... Ah, das will er wieder nicht. Nach da und da gehen, hätte ich gesagt. Vielleicht, wenn man so kommt? Nee.
Oder man macht, glaube ich, ein kleines Stück, dann geht's manchmal. So. Und dann, ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal lösche. So. Dann wird's besser. Perfekt. Hier geht's direkt an die Straße. Und hier hinten direkt dahin. Ja, hier weiß ich nicht, wie sich das verhält. Nicht, dass das nämlich zu lang wird. Und die dann da nicht hinkommen. Dann bräuchten wir noch eine Bushaltestelle, die von den Bahnhöfen das wegbringt. Ich glaube, das wäre dann die kleinere Sorge, die wir haben. Okay. Ein Lager für das Erz bräuchten wir noch. Das wird jetzt wesentlich interessanter. Ich weiß ja gar nicht, wie ist denn die Umweltanlage? Da reicht vielleicht das kleinere. Aber mit Schienen. Die haben alle keine Schienenanschlüsse, oder? Oh. 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 Oh oh. Ah, ich weiß auch warum. Hm, okay, ich weiß warum. Weil man erst ins Lager die Sachen packt und dann von Lager in eine Schienenbeladungsstation, nicht wahr? Wäre halt cool, wenn das auf der Seite wäre. Aber der Ausgang ist da, da müssten wir hier einmal rum. Ich glaube, das lohnt sich, wenn wir das so machen. Ich meine, wir brauchen hier langsam hinten eh eine Feuerwehr. Aber es geht in die richtige Richtung. Wo sind denn die? Ein Schienenübergang Dingsi-Bumsi habe ich, glaube ich, gar nicht, oder? Doch, Road Crossing, hier. Road und Schienencrossing. So ein Ding brauche ich. Genau. Ich glaube, genau das Ding an so rum. Die Schiene und Dings ist mir ein bisschen zu eng aneinander. So rum ist mir lieber. Okay, das Ding brauchen wir. Und dann können wir von hier daran, dass wir klappen. Nicht? Das ist nicht das Problem. Dann kriegen die. Nee, von da. Das ist hier eine Autobahn. Dings, ja. Jetzt können wir eigentlich sagen, die Autobahn kann hier oben ja lang laufen. Deswegen machen wir das Ganze ja. Das heißt, das hier unten brauchen wir gar nicht für die Kohle. Dazwischen haben wir auch noch Platz gewonnen. Und hallo, Lytro! Eine letzte Amtshandlung machen wir noch. Und zwar diesen Förderer verbinden. Der muss so rum. Das heißt, wir brauchen einen Eingang. Ausgang. Ich glaube, diese Dinger waren dafür ganz gut geeignet.
Eingang, Ausgang, genau. So. Und, ah, hier kommen wir auch so über die Straße. Zack. Hier geht's ran. Und ja, hier geht's auch ran. Mit dem Ausgang ist vielleicht blöd. Doch, da kommen wir auch theoretisch. Ja, sehr gut. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht nutzen, dann hätten wir es aber. Falls wir hier eine Feuerwehr oder sowas hinbauen wollen, kriegen wir das noch schöner hin. Da ist keine Verbindung. Ich glaube, anders geht's nicht, so, außer so schräg. Naja, gut. At it, wie is it? Und damit haben wir die Kohleanlage vorgeplant. Und können die dann bauen lassen. Ich meine, die haben noch genug zu tun. Die Züge sind inzwischen am Hauptbahnhof angekommen. Sehr, sehr geil. Das heißt, demnächst können wir Touristen in die Stadt fahren lassen. Hier fehlt ein Pfosten. Scheiße. Der war doch mal da. Warum ist denn der weg? Das sieht jetzt kacke aus. Die müssen wir nochmal abreißen, glaube ich. Shit. Oder wir holen uns einen kosmetischen Pfosten. Der Bahnhof ist auch schon da. Immer mehr Autos bleiben stehen. Das heißt, wir brauchen einen Schrottplatz. Vielleicht ist ja hier hinten sinnvoll, einen Schrottplatz mit einzubauen. Wir lassen dann die Autobahn morgen hier lang laufen in irgendeiner Weise. So. Und dann gewinnen wir hier nämlich ein neues Stadtviertel von der Größe her. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben 610 Leute, die ausziehen wollen. Und das sollten wir denen auch erfüllen, diesen Wunsch. Und ich glaube, Pflanzen, die zweite Ernte kommt jetzt langsam rein. 800 Tonnen können wir dann auch hierher liefern lassen. Wie viele Tonnen verbrauchen wir in einem Jahr? Das gucken wir jetzt noch kurz nach. Aktuelles Jahr. Letztes Jahr haben wir verbraucht. Import 42 Tonnen, 686 Tonnen. Das heißt, wir produzieren, glaube ich, gerade mehr, als wir brauchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir den Bauernhof anbrennen und endlich Kohle bekommen. Nicht wahr? Bis dann.